Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Stylight-Webinar heute am Mittwoch. Heute geht es um die mobile Version der eGroupware 16.1. Vielleicht können Sie uns ganz kurz ein Feedback geben, ob Sie uns alle gut hören und auch, ob Sie unseren Bildschirm sehen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Herr Pfannenstein. Herr Unverricht ist auch da. Hallo. Ja, wir wollen heute über die mobile Version der 16.1 sprechen. Es geht um die Version für Smartphones und Tablets. Wir haben jetzt speziell optimiert für kleine Monitore. Da sehen wir jetzt auch schon den Monitor von Birgit Beckers Smartphone. Sekunde, ich gehe zurück zur Präsentation. So, genau. Mein Name ist Eva Wertheimer und ich bin hier mit Birgit Becker aus dem Stylight Support. Hallo Birgit. Hallo Eva, hallo, ich freue mich, dass heute wieder zahlreiche, viele bekannte Namen im Chat auftauchen und freue mich, dass wir heute über den Zugriff mit den Mobiltelefonen auf die eGroupware im Detail sprechen. Ja, wir wollen heute über typische Anwenderfragen sprechen, zum Beispiel, wie funktioniert mobiles Arbeiten ohne Sync? Dann geht es um die Optimierung für Mobilgeräte und kleine Monitore. Und wie kann ich alle meine Daten auch ohne langwierige vorherige Installation nutzen? Und zum Schluss würden wir noch auf die Hauptunterschiede zur Desktop-Version eingehen. Ja, so um ein bisschen mehr ins Detail reinzuschauen. Es wird heute darum gehen, was steckt denn hinter den Farbcodes, die jetzt in den Anwendungen drin sind? Wie navigiere ich denn mit den Smartphones? Was ist mit dem Anwendungsmenü oder dem Top-Menü? Wie komme ich an diese Funktionen dran? Gibt es Wischgesten oder welche Wischgesten gibt es auf dem Handy? Wie erstelle ich neue Einträge? Kann Menüs ein- und ausblenden, um meinen Bildschirm optimal zu nutzen? Wie steht es mit den Favoriten, Kontextmenüs, die Dinge, die wir so vom Desktop gewohnt sind? Und wo liegen denn da die Unterschiede? Ich wechsle dann jetzt direkt zum Smartphone, dann können Sie das direkt mitverfolgen. Ja, Sie sehen jetzt mein Handy. Das ist ein Samsung, das per TeamViewer jetzt zu Ihnen übertragen wird. Das heißt, Sie sehen an der Stelle einfach mein Handy. Empfohlenerweise für Android-Geräte kann man das Ganze auf dem Home-Bildschirm ablegen, auf dem Startbildschirm ablegen, sodass Sie mit einem Klick das Ganze im Vollbildmodus nutzen. Die Empfehlung ist auf jeden Fall, falls Sie ein Apple-Gerät im Einsatz haben, bitte auf keinen Fall auf dem Home-Bildschirm ablegen, weil unsere Erfahrung ist, dass danach mit den iPhones und den iPads die Funktionalität, was die Navigation und die Sachen angeht, deutlich eingeschränkt ist. Das heißt, alles, was nicht Apple ist, macht durchaus Sinn, das auf dem Startbildschirm abzulegen und für andere Geräte einfach per URL zugreifen. Sie können sich ja auch auf Ihrem Browser entsprechend den Bookmark machen, sodass Sie die Sachen schnell erreichen können. Was Also hier generell nutzen kann ich es auf jedem Smartphone. genau nutzen kann man es. Wir empfehlen die Nutzung gerade auf den Geräten, wo ich ein Chrome installieren kann, das mit dem Chrome zu machen. Es sollte aber auch mit anderen Browsern funktionieren. Das ist der Anmeldebildschirm, das heißt, wir haben gegenüber der 14 das Ganze auch so verändert, dass man deutlich übersichtlich sieht, meine Anmeldemaske. Wenn ich mich jetzt hier anmelde, dann wird entsprechend die mobile Version geladen und zwar in der Anwendung, wo ich zuletzt drin war. Das ist in dem Falle mein Adressbuch. Ich möchte als erstes so ein bisschen eingehen. Wir haben ja eben von den Farben gesprochen. Wenn ich jetzt hier auf das Icon klicke, dann kann ich hier mit dem Icon oben umschalten, sodass ich das Anwendungsmenü ausgeblendet ist und ich besser sehen kann, wie sind denn die verschiedenen Anwendungen, die ich in der eGroupware zur Verfügung habe, über meine mobile Ansicht und wo sind die Farben zu sehen. Das heißt, wir haben jetzt pro Anwendung eine eigene Farbe festgelegt. Das heißt, der Benutzer wird sich da auch relativ schnell dran gewöhnen, welche Farbe oder welche Anwendung ist mit welcher Farbe verbunden. Das heißt, wir haben zum Beispiel das Adressbuch in Blau, das Mail in so einem türkisfarben, Kalender in Grün, Infolog in Orange, Dateimanager in Gelb, Ticketsystem in Grün und so weiter und so weiter. Sie können die Farben nicht festlegen, die sind auf diese Farbcodes festgelegt, aber
Ich denke, es ist so, dass sie einfach dadurch eine ganz gute Identifikation und relativ schnell eine Identifikation bekommen, wo die entsprechenden Farben und ich mich damit wo bewege in der E-Group-Ware. Wenn ich mein Anwendungsmenü einschalten möchte, klicke ich einfach oben wieder auf dieses Anwendungssymbol. Damit wird mir dann vom Adressbuch, in dem ich mich jetzt befinde, das Anwendungsmenü eingeblendet. Wenn ich jetzt eine andere Anwendung auswählen möchte, ist es schnellste Weg. Ich könnte jetzt natürlich auch nach unten scrollen, indem ich hier oben auf die Punkte klicke. Damit wird mein Menü ein- und ausgeblendet. Dann haben wir auf der rechten Seite das Bildchen, unser sogenannter Avatar, sprich an der Stelle, wenn Sie mit Ihrem, in Ihrem Benutzerkonto ein Bild, ein Foto von sich hochgeladen haben, dann wird Ihnen das als Avatar angezeigt und wenn Sie aufs Avatar klicken, dann verbergen sich dahinter die gewisse Menüpunkte, die sonst im Top-Menü vorhanden sind, wie Einstellungen, Zugriffsrechte, Kategorien, auch der Passwortlink. Sofern Sie das Recht haben, Ihr Passwort zu ändern, wird dann hier entsprechend angeboten, sodass Sie das über das Mobiltelefon auch durchführen können. Wollen Sie es wieder ausblenden, Platz sparen, einfach nochmal auf den Avatar klicken und dann ist der Avatar entsprechend, blendet die Sachen wieder aus. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die verschiedenen Listen an und wie dort die Navigation zwischen den unterschiedlichen Anwendungen funktioniert. Das heißt, Adressbuch in dem Falle. Sie sehen jetzt, wir haben das Ganze so gestaltet, dass wir relativ übersichtlich, ähnlich wie Sie es von Ihrem Mobiltelefon selber, von Ihrer Adressbuchanwendung auf dem Mobiltelefon gewöhnt sind, den Namen, die Organisation und das Foto von demjenigen sehen. Die blaue Menüleiste unten, die wäre normalerweise einfach nicht da. Die ist auf dem Mobiltelefon normalerweise nicht da, beziehungsweise da hat man die Buttons, die man auf dem Mobiltelefon von daher schon kennt, zur Verfügung. Interessant ist tatsächlich die Leiste, die wir oben sehen. Da hatten wir ja jetzt das Icon auf der linken Seite schon, mit dem wir zu dem Anwendungsmenü kommen. Ich klicke nochmal drauf. Anwendungsmenü geht auf. Ich klicke wieder auf den Pfeil zurück. Anwendungsmenü geht wieder zu. Nächstes Symbol, was wir sehen, bezieht sich auf das Suchen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Suchen klicke, öffnet sich mir ein Suchfenster und ich kann dann an meinem Telefon eine Suche auslösen, zum Beispiel eine Suche nach einem Suchbegriff. Entweder findet er jemand oder er findet keinen. Könnte jetzt natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich noch irgendeinen Filter vom letzten Mal gesetzt hatte. Das heißt, ich würde jetzt hier die Suche mal zurücksetzen und schließen. Und Zu den Filtern komme ich wie jetzt genau? gibt zwei Möglichkeiten. Eine Geschichte ist, ich nutze einfach meine Favoriten. Mhm. Klassischerweise kennen wir das ja auch vom Desktop. Ich will alles zurücksetzen, also wähle ich meinen Favoriten keinen Filter. Damit habe ich dann alles zurückgesetzt und würde jetzt an der Stelle nochmal auf Suchen gehen, dort nach Zantier suchen. Und dann bekomme ich entsprechend hier die Liste meiner Einträge, die dem Suchbegriff Mhm, entsprechen. genau. Möchte ich die Suche zurücksetzen, einmal auf das Kreuz klicken, löscht den Suchbegriff, lässt das Suchenfenster aber weiterhin aktiv. Damit könnte ich jetzt einfach den nächsten Suchbegriff starten oder aber ich möchte meine Suche wieder schließen. Dann klicke ich einfach ein zweites Mal auf das Kreuz und ich habe wieder entsprechend die Menüleiste oben zur Verfügung. Die Favoriten bekomme ich jetzt über. Die Favoriten kommen über das Sternsymbol, so wie es ja in der 16.1 jetzt allgemein der Fall ist. Das heißt, wir haben Ja. das Trichtersymbol bei den für die Filter geändert in das Sternsymbol. Das heißt, wir haben hier einfach auch die Verbindung geschaffen zwischen dem, was man an vielen Stellen auch gewohnt ist, für Favoriten zu nutzen, wie Lesezeichen und ähnliches. Und ich sehe hier meine Favoriten, die ich auch auf dem Desktop zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann hier genau dieselben Sachen nutzen wie bei anderen auch. Wenn ich zum Beispiel auf mein Team Research Favoriten klicke, dann sehe ich entsprechend all die Kontakte, die diesen Suchbegriffen bzw. den Suchkriterien von dem Favoriten entsprechen. Ja,
Das heißt, das sind die gleichen Favoriten. Ich kann aber jetzt auch neue Favoriten hinzufügen, auch wenn ich unterwegs bin. Natürlich. Kann ich ganz genauso. Im Prinzip ist es natürlich so, dass ich dafür mir gewisse Filter setzen muss. Und da ist die Filtermöglichkeit gegenüber dem, was ich in der E-Groupware habe, etwas eingeschränkt, weil wir haben in der E-Groupware ja über die verschiedenen Spalten, die wir zur Verfügung haben, einfach sehr viel mehr Filter noch zur Verfügung. Das haben wir auf der mobilen Ansicht etwas eingeschränkt. Von daher wäre meine Empfehlung an sich zu sagen, definieren Sie sich die Favoriten, die Sie auch auf dem Mobilgerät brauchen, durchaus am Desktop. Macht es deutlich einfacher, ist komfortabler. Wenn es aber so ist, dass Sie jetzt was Spezielles brauchen, können Sie zum Beispiel hingehen, auch wieder hier, ich gehe auf meinen Favoriten, keine Filter, gehe dann auf das Symbol nebendran, mit dem kann ich jetzt meine Filter von der Liste entsprechend anzeigen und ich könnte jetzt auf dem Weg sagen, ich möchte zum Beispiel ein spezielles Adressbuch auswählen, nämlich mein Gruppenadressbuch Business Contacts und schließt es dann wieder und dann habe ich entsprechend hier die Kontakte, die diesem Suchbegriff entsprechen. Wenn es jetzt darum geht, die Details, was ist denn hinter diesem einzelnen Kontakt? Dann gehe ich einfach auf den Kontakt drauf. Sie sehen auch, es kommt sehr schnell. Das heißt, wir lesen jetzt hier im Prinzip technisch gesehen einfach die Daten, die wir in der Liste sowieso schon drin haben, aus und zeigen die in einem View an. Dieses View ist gerade im Adressbuch, wir haben die Informationen ein bisschen reduziert. Das heißt, Sie sehen so die wichtigsten Kontaktinformationen on top. Darunter dann die Informationen, die zur Organisation dazugehören. Wenn ich jetzt mal hier nach unten scrolle, sehen wir die Organisation. Oder man kann auch, wenn ich mein Handy drehe, also es nicht mehr im Hochformat, sondern im Querformat verwende, dann sehe ich entsprechend, das Template passt sich an. Wir haben die ganzen Sachen so ausgerichtet, dass sowohl unsere Listen als auch die Editier- oder View-Dialoge all dass Änderungen der Ausrichtung solche Sachen automatisch mitmachen. Wenn ich jetzt einen Kontakt bearbeiten möchte, um an weitere Informationen zu kommen oder Kontaktinformationen zu verändern, dann klicke ich hier oben auf das Bearbeiten-Symbol. Auch das ist in allen Anwendungen gleich. Das dauert jetzt ein Momentchen länger, einfach weil die verschiedenen Informationen, damit ich etwas einfügen muss, die müssen natürlich auch zum einen geladen und zum anderen auch entsprechend aufbereitet werden, dass sie auf dem Handy verfügbar sind. Und dann habe ich alle Kontaktinformationen hier wieder zur Verfügung. Ich habe meine Organisation, Position, Abteilung, also all die Informationen. Ich habe die verschiedenen Tabs. Wenn Sie einen Tab öffnen oder schließen möchten, klicken Sie einfach auf den Kopftext meines Tabs oder an der Seite auf das Plus oder Minus. Und ich sage jetzt mal als Beispiel, ich möchte zu den Kategorien, um eine Kategorie einzufügen. Dann kann ich hier auf meine Details klicken, klicke in mein entsprechendes Feld rein und bekomme hier dann die Auswahl meiner Kategorien zur Verfügung. Entweder darüber, dass ich jetzt einfach hier als Beispiel, sorry, ich muss es mir mal kurz greifen, das Telefon, weil ich kann über den Teamviewer nicht die Tastatur vom Laptop benutzen. Deswegen musste ich mal kurz umschalten. Und ich kann jetzt einfach nach etwas suchen und bekomme damit dann meine Kategorien, die ich habe, angezeigt. Eine oder mehrere. Sobald ich reinklicke, bekomme ich jetzt die entsprechende Kategorie angezeigt. Und kann so auch mehrere auswählen. Ich kann natürlich die Notizen einfügen oder was auch immer. Schließe den Tab wieder und habe entsprechend die anderen Informationen alle hier zur Verfügung. Sobald ich das speichern möchte, klicke ich einfach oben auf das Speichersymbol. Damit werden die Informationen gespeichert und wenn ich zurück zu meiner Liste möchte, klicke ich auf den Pfeil und damit bin ich zurück erstmal in meiner View-Anzeige und mit einem weiteren Zurück dann entsprechend in meiner Liste. Wenn ich jetzt einen Kontakt hinzufügen möchte oder generell einen Eintrag, mache ich das über das Plus oder mache ich das irgendwie auf eine andere Weise?
Im Prinzip haben wir auch das Plus hier zur Verfügung. Wir haben es einfach ein bisschen anders positioniert. Auch hier haben wir uns orientiert, was ist denn in vielen Anwendungen, die auf dem Mobiltelefon so vorhanden sind, drauf. Und da ist es Plus meistens unten rechts und genauso haben wir es auch gemacht. Auch da haben wir wieder den Farbcode mit aufgenommen. Das heißt, wenn ich im Adressbuch bin, ist das Plus in Blau, genauso wie das Top-Menü. Wenn ich aber im Mail bin, dann ist es in Türkis oder bin ich im Kalender, dann ist es in Grün. Sprich, ich klicke jetzt hier drauf. Damit wird dann mir ein neuer Eintrag geöffnet zum Bearbeiten. Auch das sehen wir wieder, es dauert einen kleinen Moment, bis es das entsprechende Informationen zur Verfügung hat. Und danach habe ich dann meine Informationen vorhanden und kann da entsprechend Inhalte einfügen. Das ist jetzt per TeamViewer immer ein bisschen schwierig, weil die Tastatur natürlich einen gewissen Platz einnimmt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Informationen weggeklickt. Aber wir sehen jetzt, es ist analog zu dem, was wir eben im Bearbeiten gesehen haben. Ich habe alle Informationen zur Verfügung, inklusive, dass ich zum Beispiel auch setzen kann, in welches Adressbuch sollen denn diese Kontakte reinkommen, was ja auch per Sync zum Beispiel immer schwerer zu entscheiden ist. Da habe ich im Prinzip nur die Möglichkeit, das in mein Default-Adressbuch einzufügen, was ich gesetzt habe, wo neue Kontakte reingehen sollen. Über das Mobile habe ich die Möglichkeit, entsprechend auszuwählen, welche Informationen wo gespeichert werden sollen. Ich kann also Kontakte genauso hinzufügen wie bei meiner Desktop-Version. Ich bin nur, dieser Plus-Button ist prinzipiell schneller erreichbar oder ist einfach größer gemacht worden für das mobile Template. Genau, also wir haben allgemein gesagt, wir wollen einfach die Informationen mit der 16.1 so optimieren, dass sie auf einem Handy gut angezeigt werden. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt mit einem Tablet draufgehe, könnte ich vielleicht sagen, es hätte durchaus mehr Platz gehabt für weitere Informationen. Wir haben aber gesagt, wir wollen den Weg gehen, dass wir wirklich mit der 16.1 auch sehr gut mit dem Handy arbeiten können. Und wir haben diese View-Informationen ja auch sehr schnell zur Verfügung. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass ich wirklich alle Informationen schnell und einfach verfügbar habe, neue Dinge hinzufügen kann, Verknüpfungen hinzufügen kann. Ich habe also alle Funktionalitäten vorhanden, die ich auch so auf dem Desktop benötige. Gibt es vielleicht Fragen dazu schon oder irgendwelche Anmerkungen, Feedback? Hat jemand das schon mal getestet? Gibt es irgendwas, was man dazu rückmelden kann? Sie können es einfach in den Chat reinschreiben. Wenn es momentan keine Fragen gibt, würden wir mit dem Mail-Modul weitermachen. Können wir gerne tun. Könnte man da kurz reinschauen schon mal. Wie eben schon gezeigt, ich wechsle einfach das Menü über das Seitenmenü auf die entsprechende mobile Ansicht. Und hier sieht man jetzt auch was sich durch die ganze E-Groupware wieder zieht. Das heißt, wir haben eine Farbgebung in die E-Groupware mit reingebracht, die sich in Form von entweder Kategoriefarben, wie wir sie im Adressbuch eben gesehen haben, oder im Mail-Modul ist es so, dass sie Schlagwörter oder Markierungen, die sie in der E-Groupware gesetzt haben oder die in ihrem Mail-Modul drin sind, dass wir die in den Versionen jetzt in der 16.1 immer als einen Balken vorne anzeigen. Das heißt, es ist übersichtlich gestaltet, es ist nicht zu massiv, aber trotzdem gut sichtbar und damit auch gut auf dem Mobiltelefon sichtbar. Wenn ich eine Mail jetzt markieren möchte, wie mache ich das? Mail markieren wäre in der Form, dass ich einfach meine Mail erstmal markiere im Sinne von auswähle. Da sind wir bei der ersten Wischgeste. Sprich, ich markiere etwas, indem ich von links nach rechts oder von rechts nach links über die Mail wische, wähle ich sie aus. Und dann habe ich mein Kontextmenü und in dem Kontextmenü habe ich dann die Möglichkeit, auch eine Markierung zu setzen. Und damit zum Beispiel sagen, ich markiere es oder ich demarkiere es oder setze es als gelesen oder ungelesen oder will irgendwelche Schlagwörter ersetzen oder entfernen. Und das funktioniert genauso auch, wenn ich jetzt zwei oder drei Mails auf einmal markieren möchte, kann ich dann auch über den Button fürs Kontextmenü reingehen und das Gleiche tun. Genau, also es gibt, wie auch auf der Desktop-Version, gibt es einfach gewisse Aktionen vom Kontextmenü, die ich auf einer Mail machen kann oder auf einem Kontakt machen kann. Und es gibt gewisse Aktionen, die sind für eine Mehrfachauswahl, stehen die zur Verfügung. Markieren gehört zu den Mehrfachauswahlen. Ich sage jetzt mal, einen Kontakt öffnen. Das ist eine Aktion, die immer nur auf dem Einzelnen zur Verfügung steht. Genauso wie eine Mail
anzeigen. Da kann ich natürlich nicht mehrere auf einmal anzeigen, weil wie soll das funktionieren? Von daher ist das eine Aktion, die auf dem Einzelnen liegt. Und das ist auch die Default-Aktion, die auf der eGroupware, auch auf dem Mobiltelefon funktioniert. Ich klicke einfach drauf und es wird mir zum Anzeigen geöffnet. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, sehen Sie den Inhalt. Wenn man jetzt sagt, naja, man sieht ja nicht so viel, es ist ja rechts ein bisschen abgeschnitten, ja, das Bild war ein bisschen größer, Text auch. Was kann ich machen? Ich drehe einfach mein Telefon und damit bin ich dann in der Anzeige von meinem Mobiltelefon und sehe halt deutlich mehr über das, was entsprechend gesendet oder geschrieben war in der Mail. Möchte ich antworten auf eine Mail als Beispiel, klicke ich einfach hier oben aus meinem Mail heraus auf die entsprechenden Symbole zum Antworten oder zum Weiterleiten. Also Antworten klicke ich einfach hier drauf. Damit geht mein Mail-Fenster im Bearbeiten-Modus auf. Ich habe automatisch meinen Kontakt, von dem ursprünglich die Mail kam, schon entsprechend ausgewählt. Und ich kann dann anfangen, hier entsprechend einen Text reinzuschreiben. Danke für die Information. Ich bin jetzt nicht so furchtbar schnell im Schreiben, weil das wissen Sie selber, auf dem Handy man ist schneller oder langsamer. Ich bin nicht unbedingt der schnellste Handyschreiber, aber an der Stelle und sobald ich es jetzt versenden möchte, habe ich die Möglichkeit, das natürlich dann einfach über den Senden-Button hier oben rauszusenden. Ich mache jetzt mal mein Menü auch zu. Das heißt, man sieht jetzt hier einfach die Informationen nochmal. Es geht von der Nicole Oster, als die ich eingeloggt bin, an den Daniel Weißmüller, der mir entsprechend vorher die E-Mail gesendet hat. Und sobald ich jetzt hier auf Senden gehe, wird die E-Mail entsprechend auch versendet. Wenn ich es richtig verstanden habe, im Unterschied zum Sync hat man jetzt hier auch die Möglichkeit, von einer anderen E-Mail-Adresse aus was zu schreiben. Also man kann mehrere Accounts auch benutzen. Ja, also an der Stelle ist es so, dass wir wirklich analog zu dem sind, was Sie in der eGroupware selber für sich eingerichtet haben. Um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, gehe ich nochmal ins Seitenmenü. Das heißt, was wir jetzt hier sehen ist, ich habe hier zum einen zwei E-Mail-Konten eingerichtet, das von der Nicole Oster und zusätzlich den Office-Account. Und genauso wie Sie in der eGroupware selber auch auswählen können, als wer sie versenden, also zwischen ihren verschiedenen Identitäten auswählen können, so kann ich das dann auch auf meinem Mobiltelefon. Das heißt, da sind wir auch bei einem Unterschied, wofür ist Sync geeignet und wofür ist mein Mobiltelefon der Online-Zugriff über den Browser geeignet. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich brauche nicht alle Informationen immer im Sync zu halten. Es wird nicht an vielen Stellen für mich persönlich den Sync ersetzen. Das heißt, ich will durchaus eine gewisse Menge an Kontakten, ich will meinen Kalender im Sync halten, aber ich brauche weder den Kalender vom Kollegen mir zu synken, noch brauche ich 5 unterschiedliche E-Mail-Konten bei mir eingerichtet zu haben, den Office-Account, den Info-Account, den wir von der Firma aus haben, den werde ich mir nicht auf mein Handy synchronisieren, sondern wenn ich den brauche, wenn ich damit was machen muss, dann melde ich mich einfach online an der eGroupware an und habe die Informationen damit zur Verfügung und kann einfach auf den entsprechenden E-Mail-Account draufgehen. Gleiche Geschichte ist mit den Kontakten. Ich werde auch in eigenem Interesse nicht die 30.000 Kundenkontakte, Adressen, die wir in der eGroupware haben, auf mein Handy synchronisieren. Also zum einen würde ich sagen, aus unternehmenspolitischen Gründen macht es nicht wirklich Sinn, dass man solche Mengen synchronisiert aufs Handy, und auch aus der Benutzbarkeit heraus würde ich sagen, macht es keinen Sinn. Und an der Stelle ist es halt wirklich so, dass Sie auch von Unternehmensseite entscheiden können, soll es überhaupt eine Synchronisation geben oder wer ist erlaubt, Dinge zu synchronisieren und wer kann halt einfach nur mit dem Browser draufgehen, hat damit die wichtigen Informationen zur Verfügung und der Rest kommt dann einfach über den Online-Zugriff.
Eine Frage haben wir hier von Herrn Schnieders. Der schreibt jetzt nur noch den Kalender. Was meinen Sie damit? Sie würden den Kalender gerne mal sehen auf dem mobilen Template. Geht es darum? Können wir gerne machen. Wir klicken einfach auf den Kalender drauf. Ah, ja, genau. Der Kalender öffnet sich und wir sehen im Prinzip dieselben Anwendungen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich zuletzt im Kalender war. Das heißt, ich habe jetzt gleich selber die Überraschung, auf welcher Ansicht ich zuletzt war. Ja, also das hier war die Wochenansicht. Ich würde mal vermuten, so viele Termine, wie da drin sind, ist es eher eine Wochenansicht von meinem Team. Auch da wiederum habe ich die Möglichkeit, ich drehe mein Telefon und es nutzt mir meinen Platz entsprechend besser. Das heißt, ich habe jetzt die Woche hier untereinander angezeigt. Wird schon wesentlich übersichtlicher so, ja. Ja, natürlich. Ich kann auch einfach, je nachdem, ob ich mein Wochenende brauche oder nicht, ist ja auch eine Neuerung, die wir in der 16.1 drin haben. Hier an der Seite habe ich meine mehr und kann damit auch einfach die Ansicht umschalten zwischen 5 und 7. Wenn der Teamviewer nicht vorne dran sitzt. Wenn der Teamviewer nicht vorne dran sitzt. Ich halte doch mal wieder auf die andere Format um, damit ich leichter an den 7er drankomme. Und dann wird mir entsprechend meine Woche inklusive Wochenende angezeigt. Was wir jetzt hier auch sehen ist, wir schalten dynamisch um, ob wir einen Wochentag mit anzeigen oder nur das Datum, je nachdem, wie gut es bei Ihnen passt. Sprich, ich gehe jetzt nochmal auf den Square-Format von meinem Bildschirm und dann sehen wir jetzt, okay, hier passt es drauf, dass wir entsprechend die Informationen anzeigen, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch oder ähnliches ist. Wenn Sie jetzt mit einem Tablet drauf wären und dann würde Montag und Sonntag vielleicht auch ausgeschrieben drauf passen, dann würden Sie den ausgeschriebenen vollen Tag sehen. Das heißt, wir sind hier sehr flexibel und Sie haben im Prinzip alle Umschaltungen, alle Sachen aus Ihrem Kalender zur Verfügung. Einzige Geschichte. Vielleicht können wir kurz auf die Tagesansicht nochmal gehen. Die ist natürlich vermutlich auch auf dem kleinen Bildschirm gut zu erkennen. Ja, da sind auch wesentlich weniger Termine dann drin. Ja, das hier ist die Tagesansicht. Ich gehe mal wieder auf Hochformat. Wir haben uns entschieden, in der Tagesansicht vom Kalender auf dem Mobilgerät die Infolog-Einträge nicht mit anzuzeigen. Sprich, wenn Sie jetzt Ihre offenen Aufgaben sehen wollen auf dem Mobilgerät, dann gehen Sie einfach ins Infolog. Dort haben Sie Ihren entsprechenden Favoriten auf die offenen Aufgaben definiert und sehen dort, was sie zu erledigen haben. Die Splittung, dass man beides in einem sieht, auf dem Mobilgerät halten wir für nicht sinnvoll und haben es daher entsprechend rausgenommen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen wirklich alles direkt zur Verfügung und können alle Sachen hier nutzen. Herr Schnieders schreibt, sieht gut aus, meint er. Super, ja. Das freut mich. Ich gehe nochmal zurück zu meinem Anwendungsmenü. Das sieht man jetzt auch, wenn ich Favoriten im Kalender nutzen möchte, kann ich das natürlich tun. Sprich, ich klicke einfach an der Seite auf mein Seitenmenü, habe dort meinen Favoriten, wähle meinen Favoriten aus und habe dann auch im Kalender meine Favoriten zur Verfügung. Oder Anwendungsmenü vom Kalender ist ja relativ groß. Ich klicke hier oben auf das Symbol, blende meine Anwendungen aus und bin dann entsprechend wieder auf der Ansicht der einzelnen Anwendungen drauf und kann somit auch auf Anwendungen wechseln, die ich vielleicht gar nicht im Sync haben kann, wie zum Beispiel unser Ticketsystem. Das heißt, ich klicke jetzt aufs Verfolgungssystem, aufs Ticketsystem drauf und sehe dort meine offenen Tickets. Also als Beispiel, Sie wollen mit uns über das Ticketsystem MyStylight entsprechend über unseren Support Center kommunizieren. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, der MyStylight ist ja schon auf der 16.1, sprich, Sie können jederzeit sinnvoll auf die Informationen zugreifen, auf Ihre Tickets, können dort, wenn Ihnen was auffällt, das im Zweifelsfall auch vom Handy aus entsprechend öffnen und erledigen. Also funktioniert genauso, wenn ich gerade bei einem Kunden bin und es gibt eine Aufgabe, ich kann die schnell dort eintragen, auch wenn ich eben nicht an meinem Schreibtisch bin. Genau, Sie können Aufgaben eintragen, Sie können Tickets eintragen, Sie können dort, ich sage jetzt mal, einen Screenshot anhängen, den Sie mit dem Handy aus gemacht haben. Oder ich sage jetzt mal typischerweise, ich bin auf einer Baustelle, was jetzt so Architekten unterwegs sind, habe dort
einen gewissen Mängel festgestellt, den möchte ich in die Aufgabe eintragen, was vielleicht mit meinem Projekt verknüpft ist. All diese Dinge, die wir vorher überhaupt nicht zur Verfügung hatten, habe ich jetzt auf meinem Mobilgerät einfach zur Verfügung, denn die Anwendungen kann ich auf dem Mobilgerät einfach freischalten. Sowohl der Projektmanager ist entsprechend mit drauf, als auch mein Infolog. Und wenn ich im Infolog bin, habe ich immer die Verknüpfung zum Projekt auch direkt zur Verfügung. Ich kann den Stundenzettel einfach buchen auf mein Ticket, auf meinen Infolog-Eintrag, auf mein Projekt. All diese Dinge, die vorher nur am Desktop möglich waren, habe ich jetzt auf meinem Mobilgerät direkt mit verfügbar. Wunderbar. Gibt es noch Fragen im Moment dazu? Irgendwas zur Bedienung allgemein, zu den Avatar-Einstellungen, zu den Favoriten? Herr Schnieders schreibt gerade. Infolog? Klar, gerne. Das heißt, auch hier Infolog, ich habe im Prinzip einfach schnell verfügbar den Kunden, mit dem es verknüpft ist. Ich habe schnell verfügbar den Titel, worum geht es bei der ganzen Geschichte. Ich habe den Status und sowas wie einen Start- und ein Fälligkeitsdatum im Infolog, was ich denke, was wichtig ist und was auch die Nutzung von dem Infolog gegenüber dem, was ich auf den meisten Anwendungen im Sync-Bereich zur Verfügung habe, ist es so, dass ich hier wirklich die Informationen, die die e-Groupware, glaube ich, einfach auszeichnet, dass wir einfach im Infolog mehr Informationen, unterschiedlichen Status, unterschiedliche Infolog-Typen, all die Dinge, je nachdem, wie Sie Infolog nutzen, ob es wirklich nur in der Form einer Aufgabenliste ist oder ich das als Informationssystem unseres Unternehmens nutze, ich habe sie jetzt auf dem Mobilgerät einfach zur Verfügung. Eine Frage von Herrn Lilischkis: Kann man im iOS-Kalender auch auf die Ressourcen zu einem Termin zurückgreifen? Im Prinzip ja, wobei wir da natürlich jetzt eher über den Sync reden, wenn wir über iOS-Kalender reden. Denn an der Stelle, wenn Sie per CalDAV, CardDAV auf den Kalender zugreifen und Ihre Ressourcen auch synken, dann können Sie auch eine Ressource als Teilnehmer über den iOS-Kalender hinzufügen. Da ich jetzt kein iOS-Device hier gerade habe, kann ich es natürlich nicht zeigen. Was ich grundsätzlich zeigen könnte, wäre natürlich, wenn ich in einem Termin eine Ressource drin habe, dann sehe ich die auch auf einem Android. Aber auf einem Android habe ich, soweit ich weiß, nicht die Möglichkeit, die Ressourcen einfach direkt einzuladen. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, prima, danke. Okay, alles klar. Sehr gerne. Was gibt es noch für Fragen? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf, wo macht Sync Sinn und wo macht Mobilzugriff Sinn? Herr Weinziel hat gerade geschrieben, jetzt ist er wieder weg. Wir hatten noch das Thema, wenn jemand aus der Firma ausscheidet. Ja, also das war so eine generelle Geschichte. Also ich kenne einige Unternehmen, die sagen, gibt halt verschiedene Politiken, die ich auch im Prinzip vom Unternehmen her zum Thema Datenschutz. Datenschutz vorgeben kann. Eins davon kann sein, dass ich halt gar nicht allen Leuten erlaube zu synken oder dass man sagt, der Sync muss halt damit verbunden sein, dass es in einem bestimmten Container abläuft oder entsprechende Sachen. Da sind wir natürlich ein bisschen eingeschränkt von dem, was wir vielleicht mit einzelnen Anwendungen zur Verfügung haben. Wenn wir über dieses Microsoft Exchange-Konto hinzufügen, was in der e-Groupware eSync bisher noch heißt, was so auf dem ActiveSync-Protokoll basiert, da kann ich auch solche Sachen wie eine Richtlinie mit zur Verfügung stellen auf dem Handy, mit dem ich im Zweifelsfall auch ein Vibe, also ein Handy zurücksetzen, auslösen kann. Dann per CalDAV, CardDAV habe ich die Möglichkeiten in der Form noch nicht. Aber sobald ich halt wirklich sage, ich gehe auf die mobile Nutzung rein über den Browser, haben Sie volle Kontrolle, weil im Prinzip kommen ja keine Daten auf dem Weg auf Ihr Gerät, sondern das, was Sie haben, ist einfach der Zugriff zur e-Groupware. Sobald Sie in der Administration den Zugriff sperren, ist die Sache gelöst. Die Frage von Herrn Weinziel: Wie kann ich die mobile Version mit meinen aktuellen Daten nutzen? Im Prinzip verstehe ich es jetzt mal einfach so, Herr Weinziel. Sie nutzen momentan die 14.3. In der 14.3 ist es in der Form nicht möglich. Das heißt, der Weg ist sehr einfach. Sie sagen uns Bescheid.
ich möchte heute, morgen oder in 5 Wochen auf die 16.1 wechseln und wir stellen sie im Hosting einfach von der 14.3 auf die 16.1 um und damit können sie ab sofort entsprechend das Ganze nutzen. Das ist auch ein Thema, auf das wir im nächsten Webinar nochmal detailliert eingehen. Also wie genau funktioniert der Prozess? Ja, die Frage von dem Herrn Lischkis zu den Einstellungen für die Ressourcen. Wo macht man die Sync-Einstellungen für die Ressourcen? Ich mache es jetzt mal, es ist nicht so richtig gut sichtbar auf dem kleinen Handy, aber ich werde jetzt einfach mal den Weg gehen, weil wir sind ja heute auf dem Mobilgerät unterwegs. Sprich, ich gehe jetzt mal auf die Einstellungen. Da die Einstellungen deutlich besser lesbar sind im Querformat, wechsle ich mal direkt auf das Querformat von meinem Handy. Und wir reden jetzt über die Einstellungen vom CalDAV-CarDAV. Das heißt, ich muss jetzt an der Stelle einfach mal ein bisschen nach unten scrollen, bis ich auf CalDAV-CarDAV komme. Und da habe ich dann in den einzelnen Tabs die verschiedenen Informationen zum Synchronisieren. Und hier kann ich jetzt auch sagen, welche Ressourcenkalender möchte ich zusätzlich mit synchronisieren. Nämlich in der Form, wir haben jetzt hier zum Beispiel Beamer 1, Beamer 2 entsprechend als Ressource. Die könnte ich mir also auch für den Sync mit auswählen. Damit bekomme ich, so wie ich weitere Benutzer auf dem iOS-Gerät bekomme, auch meinen Kalender von der Ressource entsprechend angezeigt. Und damit kann ich dann auch in einem Termin die Ressource entsprechend dort rein buchen. Respektive iOS ist auch so, dass sie dort zum Beispiel Locations, also Räume, wenn sie also eine Ressource-Kategorie als Raumkategorie gekennzeichnet haben, dann können sie über den Ort selber auch die, den Raum, wie zum Beispiel mein Meetingraum XY, auswählen. War das eine verständliche Antwort auf Ihre Frage, Herr Lilischkis? Ja, okay. Wenn jetzt sonst keine Fragen mehr wären, würden wir dann auch mal so langsam in Richtung Ende kommen, beziehungsweise zum Thema fürs nächste Webinar. Eine Frage noch, das heißt, ich muss proaktiv sein, wenn ich mehr Rechte freigeben möchte. Ja, also darüber ändert sich nichts, weder mit der 16.1 noch mit der mobilen Version. Sie bekommen nicht über das Mobilgerät mehr Informationen zur Verfügung gestellt, als Sie das auf dem Desktop haben, sondern es gilt immer das Rechtesystem. Das heißt, Sie sehen nur die Einträge, auf die Zugriffsrecht haben. Sie sehen auch nur die Anwendungen, auf die Sie Zugriffsrechte haben. Aber Sie können es halt über die Administration komplett steuern. Haben Sie Zugriff auf eine Ressource, um das nochmal als Beispiel zu nehmen, dann können Sie die Ressource auch synken. Und entsprechend bei den Anwendungen, wenn jemand Zugriff aufs Adressbuch haben soll, dann hat er das einfach darüber, dass er den Zugriff in der E-Gruppe aufs Adressbuch hat. Wenn Sie in Ihrer mobilen Ansicht zum Beispiel auch die Administration freischalten wollen, dann können Sie das in der Konfiguration von der Anwendung machen. Das heißt, dort kann ich auch festlegen, welche Anwendungen, die halt in diesem ganzen neueren Design mitspielen, ich mir für die mobile Ansicht freischalten kann. Gut, sollten noch Fragen später aufkommen, Sie können uns gerne an info@stylight.de schreiben und dann wird das in Ruhe beantwortet. Wir würden mal zur nächsten Folie kommen, das wären die Themen fürs nächste Webinar. Ja, dazu passt auch die Frage von dem Herrn Weinzierl. Genau, ja. Ist die 16.1 schon voll lauffähig? Ich sage ja, wir selber nutzen die 16.1 jetzt schon seit mehreren Monaten. Wir haben auch die ersten Kunden, die produktiv auf der 16.1 sind. Ich kann ganz klar sagen, Datenverluste oder Ähnliches kann ich in der 16.1 komplett ausschließen. Was immer mal sein kann, ist, dass Sie in irgendeinem Bereich sind, auf irgendwas draufklicken und es vielleicht jetzt nichts tut an der Stelle. Dann ist es so, da brauchen wir einfach den kurzen Hinweis und dann kann man die Sachen beseitigen. Wir sind im Release-Prozess. Der erste Release-Kandidat auch für Installationskunden. Ach, der Herr Unverricht schreibt auch gerade, dass er die 16.1 seit einer Woche nutzt. Und sie funktioniert, super. Der erste Release-Kandidat für unsere Installationskunden war letzte Woche.
Das nächste Paket ist geplant für Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche. Und wir wollen Anfang Juli dann wirklich mit dem Release auch rauskommen. Und der Release-Prozess ist jetzt im Prinzip, es gibt keine neuen Features mehr, die reinkommen, sondern es ist so, dass wir an der Stelle einfach nur noch Bugs, die wir gemeldet bekommen, also Fehler, die sie finden, beheben. Und je nachdem, wie viele Sachen da noch gemeldet werden oder wir selber auch schon gefunden haben in dem Einsatz, die werden behoben und dann kommt es zu dem Release. Also von daher aus der Sicht kann ich sagen, herzlich willkommen, wer umgestellt werden möchte, sagen Sie uns einfach Bescheid, nennen Sie uns Datum und wir stellen um. Und das nächste Webinar, was wir geplant haben am, jetzt brauche ich In Evas 2 Wochen. Hilfe, in 2 Wochen. Also 29. ist das, glaube ich, ja. Wir sind wieder mittwochs mit dem Webinar Genau, dabei. ja. Da haben wir gesagt, wir wollen uns darauf konzentrieren, jetzt weniger die Features von der E-Groupware. Wir werden auch vielleicht nochmal einzelne Features zeigen, was sind so ganz neue Sachen, die in der E-Groupware drin sind. Aber wir wollen uns darauf konzentrieren, was ist denn mit dem Release-Prozess? Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie komme ich als Hosting-Kunde auf die 16.1? Komme ich automatisch? Werde ich umgestellt zum Tag XY oder geht es Montag direkt los? Wie ist es als Installationskunde? Auch dort gleiche Frage. Kommt der Umstieg automatisch? Muss ich was dafür tun? Wann muss ich was dafür tun? Wie ist es mit den Community? Gibt es vielleicht besondere Angebote von Stylight, wie ich entsprechend wechseln kann oder bei dem Umstieg unterstützt werden kann? Das sind alles Punkte, die wir in dem nächsten Webinar dank Unterstützung von dem Herrn Keller, den Sie ja auch alle kennen, unser Vorstand von der Stylight AG, wollen wir die Sachen dann nochmal im Detail beleuchten. Genau, das sind die typischen Fragen, ja, die immer wieder mal aufkommen. Wann kann ich umstellen? Wann muss ich umstellen? Genau, wie sieht es mit Preispolitik oder ähnlichen Dingen Ja. aus? Wenn Sie da Vorabfragen haben, wir freuen uns dann auch auf Ihre Fragen in dem Webinar eingehen zu können. Sprich, senden Sie uns eine E-Mail an info@stylight.de mit den Fragen, die Sie zum Umstieg, zum Release, zur 16.1 haben. Und dann werden wir die einbauen in unser Webinar. Genau, die schicken Sie am besten vorab. Ja. Ja, dann, wenn sonst keine Fragen waren, dann würden wir uns für Ihr Interesse bedanken. Ich würde mich auch bei Birgit gern bedanken für die schöne Präsentation. Sehr gerne. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Herr Lichtgis, ich würde sagen, das sollten wir dann außerhalb des Webinars besprechen. Vielleicht einfach kann Sie der Herr Rattler dazu nochmal kontakten und dann kriegen wir das bestimmt geregelt. Genau, vielen Dank, ja. Ich sage Tschüss Bis und zum bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss.